Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Harvest Teller. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Ich muss mal ganz kurz eine Sache machen, die ich gerade zwischen den Parts geschaut habe. Wir können nämlich hier auch viel leveln. Und ich würde fast sagen... So, wir werden auch noch andere Sachen hier leveln, aber... Ich will auf jeden Fall auch die Magie ein bisschen verstärken. Und wir haben auch schon wieder, glaube ich, ordentlich gelevelt bei hier. Haben wir auch ordentlich gelevelt. Wir können echt das hier auch leveln. Und dann können wir noch Feuerbrunst 2 vielleicht leveln. Und dann können wir erstmal hier rüber gehen. Mal schauen. So, wir haben leider schon sehr spät im Spiel. Ich versuche noch, das weiterzumachen, die Mission. Denn die Mission müssen wir erstmal ignorieren. Da müssen wir später wieder kommen. Ich muss ganz kurz schauen. Wir müssen nach da unten. Wir laufen. Weil hier in der Stadt, ja, kostet zwar ein bisschen was, aber wir haben so viel Essen im Bauch. Asia, warte einen Moment! Versuch nicht, mich aufzuhalten, Aria. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss Tiela da rausholen. Aber das sich regenerierende Monster ist noch da drin. Schon vergessen? Ein Grund mehr, nicht hier herumzusitzen und Däumchen zu drehen. Und wenn du verlierst, was dann? So weit wird es nicht kommen. Wir müssen nur das eine sich regenerierende Monster töten, stimmt's? Kein Problem. Zeig mir bitte den Weg. Istina! Du gibst also endlich zu, dass du die Schattenmeuchlerin bist. Aber bin ich das denn? Ich könnte euch auch an der Nase herumführen und eigentlich völlig nutzlos sein. Die Schattenmeuchlerin ist doch sowieso nur ein Gerücht, oder nicht? Ach, du liebe Zeit. Danke. Ich bin nicht für deinen Dank hier. Ich bin hier, weil ich es so will. Aber ich weiß, es wird keinem von euch gefallen, wenn ich nichts sage, also sage ich nur Folgendes. Ich meine es ernst, dass ich meine Fähigkeit nicht nutzen will. Selbst jetzt zittern meine Hände. Aber wenn diese zitternden Hände ein Leben retten können... Istina. Ich werde nicht so tun, als würde ich deine Umstände kennen, aber ich danke dir für deine Hilfe. Und es tut mir leid, dass ich vorhin so aufdringlich und abscheulich war. Ist schon gut. Ich verstehe, dass du eine Reaktion provozieren musstest. Mach dir nichts draus. Danke für dein Verständnis. Tja, jetzt da das geklärt ist, ist es wohl Zeit für Runde 2. Dann mal los. Istina hat sich der Gruppe angeschlossen. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder laufen oder skippt er da durch? Aber wir können ja teleportieren, stimmt. Wir können teleportieren. Also gar kein Problem. Gruppenformation. Im Menü kannst du unter Gruppe deine Gruppe verwalten, wenn du in der Nähe eines Motos-Monolith bist. Das Treffen von Potato und Istina erweckt eine latente Kraft. Du hast die Auftragsklasse Schattenläufer erhalten. Ich bin fast versucht, die vielleicht zu nehmen in Zukunft. Dieser Auftrag ist auf starke physische Angriffe spezialisiert und schadet Gegnern, die anfällig für Bruch und andere Statusleiden sind. Mein Problem ist nur leider gerade, dass die jetzt auszurüsten wäre ein bisschen blöd, glaube ich. Weil, ja, ne, weil wir da halt, weil wir da halt einfach noch nichts gelevelt haben. Das ist der Punkt, genau. Ich merke, ich werde ein bisschen müde. Wir spielen jetzt schon seit 6 Stunden. Aber wir müssen noch die Gruppenformation ändern. In der Cutscene kommen ja sowieso alle dazu, oder? Okay, jetzt schauen wir mal. Das ist es. Das ist dieses Monster. Ich kann seine Schwachstelle noch nicht erkennen. Ihr müsst es erst schwächen. Alles klar, kein Problem. Legen wir los. I appreciate it.
Es regeneriert sich. Istina. Ich sehe sie. Du hast es geschafft. Das war ja unglaublich, Istina. Ich bin beeindruckt. Ich bin nur froh, dass ich es noch nicht verlernt habe. Den Titel hast du dir wirklich verdient. Lob ist nicht nötig. Das wird meine Stimmung nicht heben. Ich konnte kaum laufen, da wurde ich bereits gezwungen zu lernen, wie man tötet. Diese Fähigkeit jetzt einzusetzen, hat mir nur gezeigt, dass das Einzige, was ich richtig kann, die Vernichtung von Leben ist. Istina! Das stimmt nicht. Du hast mich im Waisenhaus aufgezogen und du gehst fantastisch mit den Kindern um. Deine Vergangenheit definiert dich nicht. Du kannst so viel mehr als nur zu töten. Und ich mache jeden fertig, der versucht, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ach, siehe. Es ist genau wie du sagst, Istina. Die Schattenmeuchterin ist nichts als ein haltloses Gerücht. Du bist du, kein Märchen in einem Buch. Du bist eine Lehrerin in einem Waisenhaus, die zufällig einen Killerarm hat. Ha, du bist zu einem tollen jungen Mann herangewachsen. Aber das ist jetzt nicht der richtige Ort zum Plaudern. Wir müssen Tieda suchen. Du hast recht. Leute, können wir noch vorher was kochen oder so? Wenigstens ist das erledigt, was? Beschäftigt dich etwas? Ich bin einfach froh, dass wir jemanden wie Azir dabei haben. Ich glaube nicht, dass ich das so gut hinbekommen hätte. Komm, wir sollten ihnen folgen. Du hast den Motus Monolith 3 mutierende Vegetation aktiviert. Ja, aber jetzt müssen wir hier wieder den ganzen Weg latschen, also das ist eher nicht so praktisch, glaube ich. Wir werden das jetzt nicht mehr schaffen an dem Tag hier. Wir müssen aber was zu essen machen dann. Irgendwann demnächst. Thanks. You're a lifesaver. Reite den Wind. Ach so. Bist du mal. Achso, zum Glück ist da die Leiter schon ganz. Sonst hätten wir jetzt echt ein Problem gehabt. Vielleicht die Leiter gleich noch reparieren, dann haben wir wenigstens ein Stück hiervon erledigt. Wenn es hier irgendwo eine Leiter gibt. Okay, ich nehme zu viel Schaden. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen hier hoch. Die Zeit wird ganz schön knapp. Wenn wir Leiter reparieren wollen, verbrauchen wir einfach mal eine Stunde. Ich weiß ja, hinter so einer Kiste, da müssen wir später hin. Da vorne ist die Leiter. Danach müssen wir leider nach Hause jetzt. Es tut mir leid, aber wir müssen nach Hause. Wir müssen Tiela erst am nächsten Tag retten.
leider keine Zeit mehr. Da könnte ich mal so eine Bergwanne herstellen. Fehlen uns die Pilze für. Wir können gar nichts herstellen zu essen. Das ist ein Problem, tatsächlich. Das ist ein ganz schön großes Problem übrigens. Doch, wir können Essen herstellen. Wir noch nicht heute, glaube ich. Wir müssen erst ernten. Also, ernten können, das ist das Problem. Looks like some of the crops are ready for harvest. Die hier, den Dresssalat, muss ich ernten können. Gießen ist tatsächlich relativ schön in dem Spiel. Ist sehr einfach, das Gießen. So. Dann müssen wir den Rest hier auch reinpacken. Es gibt keinen anderen Weg. Vielleicht haben wir genug Geld für ein Upgrade. Regenbobohne. Okay. Aloe-Saft haben wir natürlich. Das ist nicht so schlecht. Aber wir müssen. Ich muss gerade überlegen, ob wir irgendwo. Ah, vielleicht haben wir noch Glück und wir können auch irgendwie hier ein paar Pflanzen finden, aber. Eine Kühlbeere. Ja gut, wir können in unserer Lagerkiste gucken. Vielleicht haben wir da noch was Tolles zu essen oder so. Wir müssen was unternehmen. Hey Potato, du kannst kochen, oder? Wenn ja, dann musst du meinem Vater helfen. Ihm fällt seit Wochen kein neues Rezept fürs Gasthaus ein und das setzt ihm langsam richtig zu. Ich will ihm helfen, aber ich kann nicht kochen. Also bitte hilf du ihm, Potato. Wenn du was Leckeres mitbringst, inspiriert ihn das vielleicht wieder. Flehe dich an. Essenslieferung. Du kannst Geld und Anleitung durch das Ausliefern bestimmter Gerichte erhalten. Ist das jetzt im Menü Essenslieferung? Keine Ahnung. Ist sicher nix. Nö. Ah, das sah gerade aus, als gäbe es ein Menü für Essenslieferung. Muss man da mal schauen. Ah, wir müssen uns vorbereiten, leider. Und da wird wieder ein fetter Bosskampf kommen. Seien wir mal ehrlich, also wir müssen uns vorbereiten. Das bringt eh nichts. Aber vielleicht können wir hier was Tolles, Neues bekommen. Vielleicht gibt es ja hier... Ah, eine Puppe. Ja, gut. Was die bringen, weiß ich halt noch nicht. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt wüsste, was sie bringen, ja gut, dann wäre es schon geil. Aber so... Keine Ahnung, was sie bringen. Bisher. Geld bringen sie uns auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Und deswegen derzeit nicht wirklich sinnvoll für uns. Noch nicht. Aber irgendwann vielleicht. Ich glaube, wir gehen zu einem alten Gebiet. Oder zu der Njordsteppe. Ich muss halt schauen. Aber ich weiß nicht, ob die Monster auch leveln. Ich weiß nicht, ob das Spiel das so macht, dass die Monster mitleveln. Weil jetzt sind wir ja schon fast auf dem Level, wo wir diese Forstmonster aus dem ersten Gebiet von dem Kristallding da, dass wir die schon erledigen können, fast. Also, wir sind schon echt hoch vom Level. Ich überlege gerade, ob es hier noch irgendwas gibt, wo wir eine Bombe einsetzen können. Oben hatten wir eine Brücke repariert, ne? Und hier können wir auch lang, aber da war das Feld. Das Feld können wir nicht bestellen. Was ist denn das da oben für ein Weg gewesen? Wo führte der denn hin? Habe ich nie geguckt oder da war... Achso, das ist Bombe Level 2, ne? Da wird unsere Bombe nicht helfen, nehme ich an. Ja, Bombe Level 2, okay. Aber jetzt wird es markiert auf der Karte, was auch sehr vorteilhaft ist. Und da oben war, glaube ich, das zweite Feld, aber das kriegen wir, glaube ich, dann, wenn wir das Feld-Upgrade holen, ne?
Weil das auch schon übel ist. Überlegt euch das mal, ne? Wir müssen den ganzen Weg dann hier hochlatschen für das Feld-Upgrade. Das ist schon echt ein bisschen übel. Den ganzen Weg. Aber wir können teleportieren, stimmt. Wir haben da oben einen Teleport. Glaube ich. Ja, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir echt gut. Also, ist jetzt nicht. Ist das. Das Ding ist einfach, warum es mir so gut gefällt, ist der Grund, weil es nicht ein standardmäßiges Farm-Game ist. Es ist nicht wie jedes andere Farm-Game, es ist sehr story-fokussiert. Und das ist halt einer der Gründe, warum es mir gut gefällt. Aber das Feld ist riesig, guckt euch das an. Also da können wir echt viel aufbauen. Ich wünschte mir halt nur, dass wir das jetzt schon hätten. Weil dann können wir da echt viel machen. Und hier können wir unsere Maschinen alle hinpacken. Wäre schon ziemlich nice, muss man ehrlich sagen, wie es ist, aber 50 LP, das bringt gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Das bringt alles nichts. Also, das ist alles ein bisschen meh. Das ist total irrelevant. Bye bye. Bye bye. Wir sind zu dritt, also. Ich überlege gerade nochmal ganz kurz hier hinzugehen, weil wir haben jetzt ein paar Bomben. Da können wir noch ein paar Sachen sammeln. Ist ein bisschen Backtracking. Wir haben bisher, das muss man aber auch fairerweise sagen, ja? Fairerweise zu diesem Let's Play. Wir haben bisher noch kein einziges Mal Backtracking gemacht. Nach 6 Stunden. Also nach was? 12 Parts? 11 Parts? Keine Ahnung. Noch kein einziges Mal Backtracking betrieben. Da ist es doch jetzt okay, wenn man jetzt einmal ein bisschen Backtracking betreibt, oder? Einmal ein bisschen Backtracking. Nee. Die Gegner sind jetzt einfach alle 2-3 Hits und tot. Ist everyone alright? Cool, dass das Level bleibt. Weil ich mag das, wenn man im RPG diese Power-Fantasy am Ende hat, wenn man richtig, richtig groß und stark ist und einfach alles super schnell weghaut. Ich mag das sehr gerne. Ich finde, das ist eine Sache, die mir bei RPGs sehr wichtig ist. Ich will hier hingehen und dann bam, bam, bam und keinen Schaden nehmen und einfach alles kaputt hauen. Das ist genau das, was ich will. Genau das möchte ich hier in so einem Spiel. Na, kommt ein Fisch. Ah, ich dachte, was Besonderes gäbe es hier vielleicht. Wir brauchen Geld, wir müssen angeln zwischendurch. Wir brauchen, brauchen wir Pilze und wir brauchen dieses Wildgras zum Kochen. Und wir brauchen ein paar Fische, um Geld zu machen, um die 3000 vielleicht irgendwann voll zu kriegen. Aber ich würde gerne ein paar seltenere Fische haben. Die können wir auch alle bei mir zu Hause farmen, ganz ehrlich. Vielleicht, wenn wir weiter reingehen in das Gebiet hier. Vielleicht kommt dann irgendwo was. Hier vorne ist auch noch ein Fischort. Das ist hier am Wasserfall. Vielleicht ist da was Tolles. Schauen wir einfach mal. Goldeilachs. Diese Fische schwimmen oft in Schwärmen durchs Meer und durch Gebirgsbäche. Manche legen angeblich goldene Eier, obwohl dies nicht offiziell belegt ist. Vermutlich ist es nur ein Gerücht. Das klingt, als wäre der viel wert, oder? Wir werden es rausfinden, aber ich muss was essen gleich. Ich muss gucken. Das füllt den Magen ein bisschen, weil wir brauchen was den Magen füllt. Das Problem an dem ist, dass wir die ja brauchen zum Kochen. Das ist halt das Problem, aber die fühlen auch ein bisschen den Magen. Wir brauchen nämlich Ausdauer. Wir brauchen ein bisschen Ausdauerregeneration. Sonst wird das hier nichts. So, wir haben auch schon wieder ein Gericht können wir wieder kochen, immerhin. Gerade. Ob die Bosse auch respawnen, dass man die nochmal machen kann? Keine Ahnung.
Aber da hören wir die schöne Musik nochmal, das ist auch schön. Ach ja, vielleicht können wir auch irgendwo eine Bombe nutzen. Und wir sammeln ein bisschen Fleisch, mit dem wir dann später vielleicht auch kochen können. Ist auch praktisch. Muss immer gucken, weil ich glaube, ich habe bei den ganzen Sachen, die Orte, wo man die Bombe einsetzen kann, habe ich das nicht benutzt. Deswegen ist das auf der Karte nicht immer markiert. Deswegen muss ich immer ein bisschen schauen, ob das hier irgendwas zum Bomben ist. Nee, nee. Da-da-dam. Da-d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 a
Also das können wir auf jeden Fall. Wir können immer vorbeirennen, ohne Probleme. Der kann uns nicht so viel Schaden machen, dass er uns direkt tötet jetzt. Aber ihr merkt, wir sind kurz davor, den zu besiegen zu können. Wenn wir ein bisschen was Lebensmittel hätten oder ein paar Heilungsmöglichkeiten, hätten wir den jetzt geschafft. Wir haben schon gut Schaden gemacht auf dem Typen. Einfach noch ein bisschen stärker werden. Da freue ich mich drauf, wenn wir die kaputt machen können. Das wird cool. Furchtmonster besiegen. Die mir bisher Furcht machen, aber wenn ich dann irgendwann höher gelevelt bin, hau ich die platt. Wie eine Flunder hau ich die platt. Mal angeln. Vielleicht gibt's hier was Tolles. Da oben ist ein Ort für eine Bombe. Komm schon. Ich will dort die Bombe einsetzen. Ja, komm doch, Fisch. Ich brauche dich. Gib mir dein schönes Fleisch. Immer süß Fisch hatten wir schon mal. Da 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 da. Er kostet sogar 0 Stunden, okay. Das kostet Zeit. Anleitung Feuerkugel. Nice. Anleitungen sind, glaube ich, einzigartig in dem Spiel. Das heißt, wir hätten die nirgendwo anders finden können. Wir mussten sie hier finden. Gut, dass wir es gemacht haben. Is everyone alright? Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach eine andere Klasse spielen sollte hier gerade, wenn ich ehrlich bin. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt mal eine andere Klasse hier reinkriege? Kann man die irgendwie auswählen oder so? Weil hier gehe ich ja nur in das Ding rein. Wie kann ich das denn auswählen, dass das in meinem Fähigkeitsmenü drin ist? Das verstehe ich halt noch nicht. Wie rüstet sich das aus? Weiß das jemand? Ist jemand da, der das weiß? Ich würde gerne einfach mal die anderen Dinger hier... Also vor allem möchte ich gerade Schattenläufer mal spielen. Oder level ich damit... Ach so. Oder level ich damit nur Istina dann? Ah nee, das kann ja nicht sein. Ich muss ja irgendwie Punkte da drin sammeln. Ich bin verwirrt, wie ich das ausrüsten kann. Ach, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich werde das gleich mal machen. Ich glaube, ich habe das mal gelesen gehabt vorhin. Und da war ich, bin ich am Fragen, warum, wieso, weshalb. Ich weiß jetzt, was das Problem ist. Wir müssen das an so einem Punkt, an so einem Orb ändern, glaube ich. Wir können das nur in der Nähe eines Orbs ändern. Ich glaube, das war das Problem. Na gut, wir reisen jetzt mal eben ganz kurz mit der Glocke mal zurück, wenn wir die noch dabei haben. Da ist sie gewesen. Weil es schneller geht. So, weil es wird spät. Und kann man das jetzt hier vielleicht sogar ändern? Da muss man vielleicht an so ein Ding rangehen, kann das sein? Ich würde gerne mal eine andere Klasse spielen. Ein bisschen leveln. Ziel wählen, speichern. Weil ich kann nur Ziel wählen. Kann ich das jetzt hier irgendwie ändern? Ha. Kunde vom Nachtraum. Windnagel. Ich würde echt gerne... Nee, das ist Werkzeug. Also hier kann ich vermutlich nur Werkzeuge machen, ne? Ja, ich werde gleich mal googeln. Wir müssen jetzt eh schlafen und den Part beenden. Oh, man kann da hochklettern. Ach, das kann man sich dann einrichten später, oder was? Oder kann man hier Maschinen... Wenn man hier jetzt Maschinen platzieren kann, dann raste ich aus. Aber die Maschinen müssen erst fertig sein, ne? Die sind noch beide am Laufen. Oder nee, die eine ist nicht am Laufen. Haben wir vergessen, was reinzutun war. Dann lass uns das mal ganz kurz versuchen. Wehe, man kann das jetzt da oben in den Dachstuhl reinbauen. Dass das Spiel mir das nicht erklärt hat, dass man das kann, dann wäre ich echt wütend. Na, wütend bin ich nicht. Wut ist das falsche Wort. Ich wäre einfach sauer. Ich wäre sauer, dass das Spiel mir das nicht... Nee, kann man nicht. Okay, ich dachte, vielleicht kann man das hier hin platzieren. Also nur für Möbel später.
Irgendwann. Keine Ahnung wann. Wir sollten auf jeden Fall was in das Fass tun, weil wir brauchen das. Wir brauchen Sachen, die uns heilen. So. Und dann ab ins Bett. Ja, ja, ich weiß, dass ich müde bin. Weil, warte mal. Ich bin zwar müde, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht können wir kochen. So. Eins. Wir haben einen einzigen Pilz gefunden. Einen einzigen Pilz. Naja, besser als gar nichts. So, kann man hier beim Feuer irgendwas machen oder so? Na gut. Na gut, meine lieben Freunde auf YouTube. Oh, wir haben sogar ein Level Up. Sehen wir einer an. Ah, ich hätte die Fische reinpacken können. Ich hätte die verkaufen können. Ich bin manchmal echt ein bisschen dumm. Ich weiß. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.